Herzlich willkommen beim Täglichläufer. Ja, ich meine euer Name, Täglichläufer. Am Samstag, 9. März 2024. Ja, ich bin heute auf meinem täglichen Lauf mal wieder unterwegs. Das ist jetzt heute die Nummer 188. Ja, ich laufe jetzt gerade wieder bei mir daheim an den See. Den See und die Strecke kennt ja vielleicht der eine oder andere. Ich denke mal, es gibt wieder so eine 8 Kilometer Runde in etwa. Aber um die Runde soll es gar nicht gehen. Ich möchte euch heute mal meine Gedanken mitteilen, die ich so habe bezüglich dem täglich Laufen. Und zwar im Speziellen, ob das süchtig macht und ob das gesundheitlich unbedenklich ist. Ja, und dazu, wie gesagt, meine Gedanken sind nur meine Gedanken, meine Überlegungen. Da habe ich mir keinen Rat vom Arzt oder sonst jemandem eingeholt. Einfach nur meine Gedanken. Ja, und am Anfang, für die, wo jetzt neu auf dem Kanal sind, gibt es dann kurz noch eine Einleitung, wie ich zu diesem täglichen Laufen überhaupt kam, warum ich das mache. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und ja, ich denke, dann starten wir auch gleich mal, warum ich das mache. Ja, das ist schon mein zweiter Streak, also meine zweite Serie täglich laufen. Die erste hatte ich angefangen. Ja, das müsste gewesen sein, 2022. Da hatte ich Knöchelprobleme, konnte nicht mehr laufen und habe dann ja, fast 2 Monate Pause gemacht. Ging immer noch nicht. Dann habe ich angefangen, jeden Tag so 50 Meter zum Laufen. Und ich habe gemerkt, dass das gut getan hat und habe das dann gesteigert. Also wie gesagt, ich bin jeden Tag ja, mal 10, mal 20 Meter gelaufen, dann 50 Meter, dann 100 Meter und habe mich so langsam wieder ins Laufen reingekämpft. Und irgendwann, als das dann geklappt hat, dass ich so meine 2 Kilometer wieder laufen konnte, habe ich mir gedacht, ich bleibe da dabei. Ich laufe jetzt weiter jeden Tag, aber nur so kleine 2 Kilometer, 3 Kilometer, um den Fuß langsam wieder aufzubauen, beziehungsweise den Knöchel und die Kondition. Und daraus wurden dann 100 tägliche Läufe. Also nicht 100 Läufe am Tag, sondern insgesamt 100 Tage. Und beim Tag 100 habe ich dann aufgehört. Ja, ich war soweit wieder fit, konnte wieder laufen. Dann hat mir irgendwie die Motivation gefehlt oder der Sinn gefehlt, jeden Tag zum Laufen. Und habe es bei Tag 100 beendet. In der ersten Woche war ich irgendwie auch froh, dass ich nicht mehr raus musste, jeden Tag zu laufen. Dachte ich jedenfalls, ich wäre froh. Habe dann aber an Woche 2 oder 3, habe ich gemerkt, mir fehlt irgendwas. Das tägliche Laufen hat mir doch irgendwas gegeben, ja, was jetzt weg ist. Und das habe ich so ewig mit mir rumtragen. Habe immer wieder drüber nachgedacht. Ja, eigentlich könnte ich doch wieder anfangen, täglich zu laufen. Das war doch gar nicht so schlecht, hat doch Spaß gemacht. Vor allem, weil ich halt viel in Deutschland rumkomme, auch in Europa. Und da war das immer interessant, irgendwo von unterwegs zu laufen. Ja, und habe da ewig rumgemacht, rumüberlegt. Irgendwann habe ich mir dann gesagt, ja, wieso überlegst du ewig rum? Mach's doch einfach wieder. Lauf doch einfach wieder täglich. Und wenn du keine Lust mehr hast, hörst du auf. Ja, und dann habe ich wieder angefangen und habe dann, das müsste im September 2023 gewesen sein, da habe ich dann meinen zweiten Streak, tägliches Laufen, wieder gestartet. Ja, und der läuft bis heute noch. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei Tag 188. Ganz fest vor, habe ich dieses Mal die 365 Tage zu erreichen. Wobei ich aber denke, wenn ich die erreicht habe, dass ich dann weiterlaufen werde. Aber
das ist ja noch so weit weg. Also denken wir erst an jetzt und morgen und übermorgen. So, jetzt bin ich am See angekommen, zeige ich euch geschwind. Aber die meisten kennen den See ja hier. Gelaufen bin ich bis jetzt 3,8 Kilometer. Und jetzt mache ich da geschwind ein kleines Päusle. Und dann erzähle ich euch ja den zweiten Teil. Ja, ich hatte jetzt bei diesen 188 Tagen hatte ich zweimal fast einen Ausfall. Das erste Mal war im Dezember, Mitte, Ende Dezember 2023. Da hat sich so eine leichte Erkältung angeschlichen. Und da wusste ich nicht so recht, wie schlimm die wird. Also ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, ein bisschen Gliederschmerzen. Die Nase lief so leicht, Fieber hatte ich keins. Aber ja, ich wusste halt nicht, wie schlimm das wird. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt, wenn ich richtige Erkältung bekomme und wenn ich Fieber kriege. Weil ich habe davor immer gesagt, wenn ich mal keine Lust mehr habe oder wenn ich krank werde mit Fieber, also so, dass ich es halt gesundheitlich nicht mehr vertreten kann zu laufen, dann lasse ich es auch. Und ja, da habe ich dann halt überlegt, was mache ich, wenn ich jetzt Fieber kriege? Höre ich dann auf? Weil ich da war da schon bei ja, knapp bei 100 Tage oder so. Und ich wollte da eigentlich nicht aufhören. Und da habe ich dann halt gemerkt, ja, richtige Sucht war das noch nicht, aber es geht vielleicht, also wenn man es gesundheitlich sich betrachtet, dann ging das vielleicht schon von der Überlegung her in so eine Richtung, ist das vielleicht ungesund. Weil ich habe mir dann echt überlegt, ja, so ein kleines bisschen Fieber, ja, da könnte ich ja noch laufen, ganz langsam, ganz ruhig, nur diese 1,6, 1,7 Kilometer, dass der Streak halt noch Gültigkeit hat und weiterläuft. Weil man muss ja nach den Regeln 1,61 Kilometer laufen. Und ja, da habe ich halt gemerkt, das ist so, ja, da habe ich echt überlegt, ab wie viel Grad Fieber bleibe ich im Bett, wie schlecht muss es mir gehen, dass ich nicht mehr laufe. Und da habe ich dann gemerkt, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen, ja, Sucht, ich weiß nicht. Aber es geht dann unter Umständen schon ein bisschen in die Unvernunft eventuell. Ja, auf jeden Fall, ich bin dann 3 oder 4 Tage lang tatsächlich nur diese 1, ja, ich habe da daheim so eine Strecke gehabt, von der Wohnung raus, um den Block rum, das waren dann 1,8 Kilometer und die bin ich, ich weiß nicht, ob es 3 oder 4 Tage waren, bin ich die gelaufen und danach war die Erkältung auch weg. Also es war kein Fieber dabei, es war einfach nur so ein bisschen die ersten Symptome halt. So Unwohlsein, leichte Gliederschmerzen, ein bisschen Kopfweh. Es war nichts Gravierendes, von daher war es okay. Der zweite Vorfall, was ich hatte, der war im, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, war das auch noch im Dezember oder im Januar? Ich glaube im Januar. Ist aber egal. Auf jeden Fall, da bin ich mit meinem Auto, mit dem Lieferwagen, zu meinem Autohändler gefahren. Ja genau, wollte da neue Winterreifen drauf machen. Und habe dann hinten in den Frachtraum was reingelegt und bin dann von dem Frachtraum runtergesprungen. Das ist nicht hoch, das sind, aber sind das vielleicht 30 Zentimeter? Nee, halt, das war bei mir daheim, genau. Ich bin morgens aufgestanden und bin, bevor ich gefrühstückt habe, bevor ich Kaffee getrunken habe, gleich runter ins Auto und habe das gemacht, habe mir da hinten noch was mitnehmen müssen und habe das ins Auto rein. Bin dann vom Auto, wie gesagt, runter, diese 30 cm runtergesprungen und dabei ist mir es dermaßen in die Wade gefahren. Also so ein richtiger Zack, Stich. Und ich habe dann sofort gemerkt, oh Scheiße, das war nicht toll. Bin dann wieder hoch in die Wohnung und habe da Probleme gehabt zum Laufen. Also humpelnd und habe schon gedacht, ah nee,
Achim, das war jetzt total scheiße, was du da gemacht hast. Kacke, Mist, blöd. Ja, ich habe dann noch gefrühstückt, meinen Kaffee getrunken, bin dann ins Autohaus, zum die Winterreife drauf machen lassen, die neue. Hatte geplant eigentlich, solange ich da warte, das geht meistens so eine halbe Stunde, Stunde, dann wollte ich da eigentlich meine Runde laufen gehen. Habe aber gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht, geht nicht. Ja, bin dann wieder heim, nachdem das fertig war. Und habe dann halt auch überlegt, was machst du jetzt? Wenn das jetzt echt so bleibt, so schlimm ist, ja, dann ist der Streak auch wieder vorbei. Dann kannst du ihn beenden. Und da war ich auf jeden Fall über 100 Tage schon. Und das habe ich gemerkt, das hat mich richtig geärgert. Weil ich wollte dieses eine Jahr voll machen. Und das war echt, also das war eher auf der Kippe wie das mit der Erkältung. Und ja, ich bin dann heim, ich habe dann mit der Blackroll die Wade ausgerollt, habe mit dem Daumen so ausmassiert alles. Ich habe so ein ganz kleines Trampolin daheim, so ein Mini-Trampolin. Also drauf springen war überhaupt nicht dran zu denken, sondern ich bin so drauf gewippt und ja, so Kippbewegungen gemacht quasi. Im Prinzip wie so das Austesten, wo genau sitzt der Schmerz. Und habe den ganzen Tag da rumgemacht quasi. Habe dann Salbe noch drauf gemacht und ach, ich weiß nicht was alles. Ja, und gegen Abend ging es dann, es wurde dann besser, ich konnte so langsam auch wieder einigermaßen normal gehen. Ganz weg war es noch nicht, aber es war deutlich besser. Ja, und dann habe ich den Lauf rausgezogen, abends so lange wie es geht halt. Man muss ja bis Mitternacht gelaufen sein. Man darf also so einen Lauf nicht auf den nächsten Tag verschieben und dann zweimal laufen, sondern es muss dieser eine Lauf innerhalb von 24 Stunden stattfinden. Also habe ich den abends rausgezogen ziemlich lang und bin dann abends runter. Normalerweise laufe ich ja barfuß oder mit so Skinners, so Laufsocken. Oder momentan laufe ich mit meinen Laufsandalen. Und da hatte ich aber Bedenken, weil die Laufsandalen haben ja überhaupt keine Dämpfung, null. Und habe dann noch so Barfußschuhe gehabt, das waren die ersten. Da konnte ich dann auch so dämpfende Sohle reinlegen noch. Also da habe ich ein bisschen Dämpfung in den Schuhen, habe die dann angezogen. Und mit denen bin ich dann gelaufen diese 1,8 Kilometer wieder. Die Runde, was ich auch bei der Erkältung gelaufen bin. Ja, und das ging, es war zwar mühsam, weil Geschwindigkeit, es ist ja keine Geschwindigkeit vorgegeben, es ist ja nur vorgegeben, ich muss 1,61 Kilometer am Stück laufen und ich habe so eine Garmin-Laufuhr und da ist auch so ein Datenfeld hinterlegt mit diesem Streak dran. Und ich darf auch nicht stehen bleiben. Also wenn ich die 1,61 Kilometer absolviert habe, danach kann ich mal Pause machen, so wie jetzt. Dann hält die Uhr an, wenn ich weiterlaufe, dann zählt sie Kilometer wieder weiter. Hallo. Aber ich muss halt die erste 1,61 Kilometer am Stück laufen sein. Und das war halt das Problem mit der Wade, mit dem Fuß, wo ich halt auch überlegt habe, wenn es mir jetzt live fährt, wenn ich so einen richtigen Schmerz wieder bekomme und ich stehen bleiben muss, ja, dann ist das Trick beendet, dann kann ich es vergessen. Aber ich habe es heimgeschafft, es ging. Und da war ich auch richtig, richtig froh, muss ich sagen. Ja, und am nächsten Tag bin ich dann auch wieder vorsichtig, ähnlich gelaufen. Das ging dann auch. Und das ging dann auch so, ja, ich glaube so 3, 4 Tage, 5 Tage ging das. Und dann war es wieder okay. Aber da habe ich auch, also, ja, da habe ich richtig Bammel gehabt, dass das Trick da beendet ist. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht. Macht dieses tägliche Laufen süchtig? Wird man da vielleicht unvernünftig und riskiert man vielleicht auch Gesundheit? Weil normalerweise, wenn das tägliche Laufen nicht gewesen wäre, dann wäre ich zumindest bei der Wade wäre ich nicht laufen gegangen. Das ist ganz sicher. Dann hätte ich mir da auch nicht so viel Mühe tagsüber gegeben, dass ich das in den Griff bekomme. Sondern hätte einfach gesagt, nee, das, jetzt bleibe ich halt 2, 3 Tage daheim und laufe nicht. Aber ich wollte halt unbedingt, habe das versucht. Ja, das war ein bisschen unvernünftig, denke ich mal. Das war schon ein Risiko. Ja, ich bin's eingegangen des Risikos, es hat funktioniert. Von daher. So, und jetzt laufe ich weiter. Jetzt kommt eh der Besitzer vom See. Ja, man darf hier sitzen, kein Problem, aber der quatscht immer so viel mit einem. Nee, es ist schon gar nicht.
Der ist da hinten im Wald. Also, aber ich laufe trotzdem jetzt weiter meine Runde. Wie gesagt, ich habe jetzt 3,8 Kilometer. Ja, nochmal so viel etwa, dann bin ich daheim. Aber ich melde mich nochmal und dann kommt nochmal meine Abschlussmeinung. Macht es süchtig? Wie ist es mit der Gesundheit? Wie sehe ich das? Wie stehe ich dazu? Wie lange mache ich das noch? Also, jetzt geht es mal weiter und dann melde ich mich nachher nochmal von der Strecke. Irgendwo kurz bevor ich daheim bin. So, jetzt bin ich Unzhorst durch, habe 6,5 Kilometer hinter mir und jetzt die Frage, macht Laufe süchtig? Ja, ich weiß nicht genau. Müsste man mal schauen, was unter Sucht genau definiert ist. Ich kann nur sagen, es macht mich glücklich. Ja, ich laufe gern, ich laufe sehr gern, sonst würde ich auch nicht täglich laufen, wenn ich es nicht gern machen würde. Also meine Definition ist einfach, mich erfüllt Laufen mit Freude. Ich mache das wirklich gerne und deswegen laufe ich auch täglich. Das ist meine Meinung da dazu. Ja, das wäre soweit die Sucht. Und jetzt kommen wir mal zum Thema. Ich laufe gesund oder ist es ungesund oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es mal für mich so definieren. Ich würde mal sagen, mich macht es auf jeden Fall nicht krank. Und ja, also ich bin der Meinung, wenn man es immer gesunde Rahmen macht, immer gesunde Rahmen, dabei meine ich, also ich mache keine Intervalle, ich mache keine Tempoläufe, Bergläufe, ja, wenn ich im Schwarzwald laufe, laufe ich auch mal Berge. Aber das auch immer im ruhigen Bereich. Ich gehe dann halt auch mal, wenn der Puls zu arg hoch geht. Ich laufe eh überwiegend im Maffetone-Bereich. Das heißt 180 Schläge pro Minute minus Lebensalter. Das ist also der Bereich, in dem wo ich mich so aufhalte. Und das ist eh mehr oder weniger Regenerationslauf oder Grundlagenausdauerbereich. Und da ich eigentlich mehr oder weniger fast immer in diesem Bereich laufe, denke ich, schadet mir dieses tägliche Laufen nicht. Zum anderen habe ich ja noch meine Garmin-Laufuhr. Die zeigt mir zum Beispiel nach den Läufen auch an, wie viel Erholung angesagt ist. Und da habe ich meistens, so wie, ja, wenn ich so meine 6-Kilometer-Runde mache, dann habe ich eine Erholung von, was weiß ich, 10 Stunden, 12 Stunden, glaube ich. Und wenn es längere Läufe sind, dann sind es auch mal 20 oder 24 Stunden. Und diese Erholung habe ich ja auch. Also von daher würde ich sagen, mich macht es nicht krank. Ich glaube, mich würde es krank machen, gar nicht zum Laufen. Weil es heißt ja auch, der Volksmund sagt es ja, wer rastet, der rostet. Also dann lieber diese Bewegung, so wie ich sie mache. Und ich denke mal, da bin ich auf einem guten Wege. Apropos Wege, ich denke mal, ich laufe jetzt wieder weiter. Ich melde mich dann aber nachher nochmal. Jetzt geht es wieder über die Autobahn drüber, wie ihr seht.
Ja, wenn es nachher wieder ruhiger ist, melde ich mich nochmal. Also die Autobahn habe ich jetzt hinter mir gelassen. Jetzt nochmal das Thema Gesundheit. Also wie gesagt, dieses reine tägliche Laufen. Ich denke nicht, dass das meiner Gesundheit schadet. Ich denke eher, dass es einen positiven Effekt hat. Die Frage ist halt, wenn ich mal wieder eine Erkältung bekommen sollte, mit Fieber zum Beispiel. Ja, das ist dann wieder was anderes. Ich denke, wenn man wirklich mit Fieber, mit hohem Fieber läuft oder mit Schüttelfrost oder sonstige Symptome oder andere Krankheiten, dann sollte man tatsächlich das tägliche Laufen beenden und zu Hause bleiben. Nur die Frage ist halt, ab wann hat man Fieber und wann bleibt man daheim? Und da ist tatsächlich so, ich hoffe, wenn das mal bei mir zutrifft, dass ich dann auch so vernünftig bin und wirklich daheim bleibe. Weil da muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich zum Beispiel 360 Tage gelaufen wäre und ich hätte dann irgendwas, wo ich sagen müsste, es ist jetzt heute gesundheitlich angebracht, ich bleibe daheim, dann wäre echt die Frage, breche ich es dann wirklich ab, so kurz vor diesen 365 Tagen. Oder wenn ich mal noch weiter bin, dass ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt 800 Tage am Laufen oder ich bin 1400 Tage am Laufen oder ich laufe jetzt 3000 Tage schon am Stück. Ich denke mal, dann fällt schon immer schwerer, wirklich diesen Streak, dieses tägliche Laufen abzubrechen. Weil es ist halt was ganz anderes. Gut, ich habe auch immer gesagt, dann breche ich halt ab, pausiere mal, was weiß ich, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage und laufe dann wieder. Aber es ist halt was ganz anderes, ob ich für mich sagen kann, ich bin 2022 ein Jahr durchgelaufen, bis auf 2 Tage, da habe ich pausiert. Oder ich bin 2023 das ganze Jahr durchgelaufen, bis auf 4 Tage Pause. Oder jetzt, 2024, wenn ich da dann sagen kann am Ende, ich bin das ganze Jahr durchgelaufen, bis auf 3 Tage Pause. Das ist halt immer was anderes, wie wenn ich sage, ich laufe jetzt, was weiß ich, 2480 Tage am Stück. Ja, das ist was anderes und es ist vielleicht auch ein bisschen Ego-Sache dann. Aber da wäre es natürlich sinnvoller, wirklich bei der Gesundheit dann abzubrechen. Und das ist die Frage, ob ich das dann halt kann, ob ich dazu bereit bin, weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht beantworten. Ich hoffe einfach, dass ich gesundheitlich weiterlaufen kann, dass ich niemals in diese Zwickmühle komme, wo ich das beantworten muss. Und von daher positiv denken, gesund bleiben und dann kann ich ja meinen geliebten Laufsport weitermachen und täglich laufen und mal schauen, wie weit mich das führt, wie weit ich komme. So, das sind meine Gedanken dazu. Wie gesagt, das sind nur meine Gedanken, wie ich das sehe. Alle anderen können das anders sehen. Oder jeder kann das für sich beantworten, wie er das für richtig hält. Also, dann würde ich sagen, ich laufe weiter. Jetzt geht es da noch in den Wald rein, dann hinten nochmal über die Straße drüber und dann bin ich auch schon fast zu Hause. So, dann melde ich mich kurz nochmal zum Abschluss quasi. Ja, ich habe jetzt etwas über 9 Kilometer und ich muss jetzt noch davor laufen. Da wohne ich. Ja, dann habe ich ja knapp 11 Kilometer, denke ich mal. Ich habe mir das gerade nochmal überlegt. Ja, ob das jetzt eine Sucht ist, was ich mache, weiß ich nicht. Ist mir irgendwo auch egal. Es ist eine Leidenschaft von mir.
ich mag das, ich liebe das, ich laufe wahnsinnig gern, von daher mache ich das halt so. Und ich hoffe einfach nur, dass ich nicht krank werde, keine Erkältung mit Fieber bekomme oder ähnlichem, wo ich mich dann entscheiden muss, höre ich auf mit Laufen oder ignoriere ich das und laufe weiter. Weil dann wäre es zum einen dumm, zum anderen wohl, ja, dann wäre es eine Sucht. Weil ich könnte schon nachvollziehen, das ist halt, wenn man jetzt 360 Tage am Stück laufen ist oder dann irgendwann vielleicht mal 1280 oder 2450, man möchte das halt nicht abreißen lassen und einen Tag ausfallen lassen, ja, dann ist der Faden halt gerissen. Und ich kann nicht sagen, ich laufe dafür am nächsten Tag zweimal. Das ist ja irgendwo dieser Reiz von diesem täglichen Laufen, diesem Streak Running. Diese Faszination. Ja, das Fieber hat mich irgendwie schon auch gepackt, muss ich sagen. Dieses tägliche Laufen. Aber bis jetzt klappt da alles noch wunderbar. Und ja, wie gesagt, das war es jetzt auch von dem Video soweit. Dann sage ich mal wieder, danke fürs Reinschauen, danke für eure Zeit, euer Interesse. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen und ich würde mich freuen, man sieht sich beim nächsten Video wieder. Also, tschüss.